Motor TV22 Passionsengadin und es gibt nicht nur alte Modelle, die hier zu besichtigen sind von den italienischen, ob Ferrari, Maserati, Lamborghini oder sonst welche wunderschönen Fahrzeuge. Es gibt auch ein hochmodernes Fahrzeug, ein Wasserstofffahrzeug. Stefano, du kannst mir über diesen Prototypen, über dieses LMP2 3 Auto etwas erzählen. Ja, so es ist ein LMP3 Auto mit Wasserstoff. So, wir haben drei Tank hier in dieses Auto. Zwei in die Seite, einen in der Mitte. Und wir bauen nur Luft und Wasserstoff. Diese geht zusammen in der Fuel Cell. So, es ist hier drin. Es gibt in dieses Auto vier Fuel Cell. Zwei in diese Seite, zwei in die andere Seite. Dann so Wasserstoff und Luft geht drin. Wir haben Elektrizität. So, am Ende es gibt nur Wasser und Elektrizität. Diese Elektrizität ist benutzt für die Batterie. Eine sehr gute Batterie, das wir haben auch gemacht vom GINGT. Und geht direkt in die Motor. Ist angetrieben wie? Ja, es ist direkt, dieses Auto hat keine Getriebe, es ist nur eine Reduktion für die RPM von dem Motor zu den Felgen. Und natürlich fragt man, was hat der für eine Leistung? Wie viel PS? PS, es ist circa 700 zusammen, weil wir haben die PS von der Batterie, die Fuel Cell und dem Motor. So alles zusammen, es ist circa 700. Und jetzt das Gewicht von einem LMP2, LMP3 gegenüber dieses Fahrzeug? Also ein LMP2, LMP3 ist zwischen 950 Kilo. Diese ist 1400 Kilo. So, wir sind schwieriger als ein LMP3, aber bei Michelin Le Mans Cup, wir haben gefahren letztes Jahr mit dem neuen Auto, wir sind in die gleiche Zeit als die GT3. Und ihr seid Green GT und ihr baut dieses Fahrzeug, ist das das erste Fahrzeug oder werden da mehrere Fahrzeuge gebaut? Am Ende, es gibt die erste Generation war nur Wasserstoff mit keiner Batterie. Diese ist die zweite Generation mit Wasserstoff und Batterie und die dritte Generation ist der H24, das wir haben auch. Es ist eine dritte Generation und in Zukunft vielleicht, wir haben mehr Fahrzeuge zu kommen, vielleicht Flugzeug, Autos, LKW und ein bisschen alles. Ja, Stefano, jetzt ist auch die Frage, wie lang kann ich mit einem gefüllten Antrieb hier Kilometer fahren? Weil das ist ja die Hauptfrage. Für dieses Auto es ist es die gleiche Zahl als die andere in der Strecke. So, es ist ca. 45 Minuten. Wir haben 8 Kilo Wasserstoff hier. Und zum Beispiel für einen LKW es ist mit 45 Kilo Wasserstoff es ist zwischen 400 bis 450 Kilometer. So. Baut ihr nur Fahrzeuge im Rennmodus oder auch für die Straße? Heute ist es nur Rennautos, aber zum Beispiel unser LKW, das wir haben gemacht, es ist auch für die Normalstraße. Und wo kann man das, wenn man sich erkundigen möchte, Informationen haben möchte, wo kann ich da reinschauen, wo kann ich die Informationen erfahren? Direkt auf unserer Website greengt.com. Für den Straßenverkehr und nicht nur für die Motorsport. Und es gibt jetzt für die LKW und für die Busse auch schon von GreenGT die Möglichkeit, dass ihr das schon produziert. Ja, und auch Flugzeug zum Beispiel. Wir haben auch Leute, die sind sehr interessiert mit dieser Technologie für die Flugzeuge zum Beispiel. Und es wird kommt in die nächste Jahr. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu testen, einzusetzen. Und wo kann man dieses Fahrzeug auf der Rennstrecke sehen? Vielleicht in die nächste Jahr, weil wir haben eine neue Version zu kommen und ein neues Projekt zu kommen. Ja, und da schauen wir. Vielleicht sehen wir Sie. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg Dankeschön. Für das Projekt Dankeschön. Und die Zukunft Wasserstoff. Ja, danke vielmals.